Hi Leute und herzlich willkommen zu einem nächsten Part von Anno 2070. Ja. Und ich werde auch mal hier direkt mal das Endlosspiel Tycoon fortsetzen. Also ich bin auch wieder dabei, MRBBBXXX, ich war ja auch schon im letzten Part dabei. Das liegt daran, dass wir zwei Parts gedreht haben. Wollte ich schon gerade sagen, Hilfe, wo ist mein Tor? Egal, wo wir letztes Mal stehen geblieben sind, wir wollten Beton herstellen und das werde ich jetzt auch mal machen. Denn ich habe jetzt nämlich genug Tonnen Werkzeug. Ja, 54, das reicht schon. Das reicht auf jeden Fall. Wenn das nicht reichen will. Flussbauplatz habe ich schon mal, der ist gut. Der richte ich mal hier direkt neben meiner Stadt. Ein Warendepot. Dann reißen wir wieder alle Bäume ab. Ich bin hier irgendwie der, die Bäume nicht so mag. Aber kannst du daraus nicht Holz gewinnen oder so? Könntest du theoretisch bei den Ekos machen, aber da ich ja hier gerade Tycoons mache... Geht's nicht. Genau, die Tycoons werden da wohl nicht mit Holz bauen. Die wollen ja genauso... Atomkraft! Nee, die wollen natürlich Beton haben. So, und das jetzt ein bisschen... Okay, der Weg ist eigentlich noch ganz okay. Nicht so weit. Nicht zu nah, ist eigentlich ganz okay. So, aber hier am Kontor mache ich natürlich nur hier diese beiden Minen. Ich frage mich, wo aber hier auch Uran abbauen kann. Nein, kann ich nicht. Gut. Das ist natürlich schade. So, und dann benötigen wir eigentlich nur noch so ein Gebäude, das dann Beton herstellt. Keine Ahnung, wie das Gebäude heißt. Nein, das ist das falsche Fenster. Das heißt Betonfabrik. Ja, eigentlich ziemlich logisch. Ja, und das Gebäude ist auch scheiße riesig. Ja. Hier noch ein paar Wege hinbauen, das sieht einfach geiler aus. Egal, das sieht nicht aus, das sieht schöner aus. Und wir sehen hier einen Auftrag. Wir sehen hier einen Auftrag. Helfen Sie uns bitte. Wir wissen nicht, wie wir dieses Problem lösen sollen. Wie soll ich bitte schon 10 Tonnen Rohöl? Ach ja, stimmt ja. Man kann ja auch mit den Tycoons ja auch Öl gewinnen. Oder Öl herstellen. Egal, diese Mission werde ich jetzt ganz garantiert nicht machen. Ich werde hier jetzt an meiner Stadt weiterbauen. Wenn die Maus es machen würde. So. Und noch ein paar Häuser. Und noch ein Haus. Nicht gerade so toll. Jetzt werde ich hier noch kurz meine Fischhütte bauen. Okay, Leute, und wir machen eine kurze Aufnahmepause. Wir sehen uns dann gleich wieder. Ciao. Okay, Leute, kurze Aufnahmepause. Das liegt daran, dass wir eine kurze Aufnahmepause machen mussten. Egal, auf jeden Fall geht's jetzt weiter. Ja, und ich wollte hier auch gerade noch ein paar Spiritosen anbauen. Ganz einfach, ich habe irgendwie Angst, dass ich, dass irgendwie die Spiritosen alle gehen. Und darauf habe ich null Lust. Eins und zwei. Und die Spiritosen sind schon mal gesichert. Und ich will mal sagen, wir erweitern unsere Stadt noch mal ein bisschen. Sodass noch ein paar Wohnhäuser auf. Meine Frau hat endlich auch einen Job gefunden. Jetzt wird alles leichter. Freu dich. Pack dir ein Eis draus. Genau. Ja, aber deine Stadt wird aber ganz schön groß. Das ist noch ein Witz. Okay, stimmt. Deine andere Stadt, die ist ziemlich riesig. Ja, nur noch ein paar Tagen. Baumöglichkeiten erweitert. Okay, ich glaube, wir können hier schon mal McDonald's errichten. Heißt der da wirklich McDonald's oder was? Nein. Wie heißt es da? Zeige ich dir schon gleich. Ja, okay, gut. Auf jeden Fall warten wir noch und warten. Okay, das dauert mir jetzt irgendwie hier zu lange. Da können wir auch hier direkt mal so mit den Fertiggerichten weitermachen. Und wir können auch schon eine Tycoon-Schiffswerft bauen. Weil dafür fehlt mir Beton.
Aber ob ich das hier auch noch so schaffen werde, da bin ich mir nicht gerade so sicher. Nee, ich kaufe mir lieber nochmal Beton bei Mr. Trome. Zum Glück kann man ja das noch. So lange gucken wir hier, ob jemand noch so aufsteigen wird. Wohin aus aufgestiegen, wohin aus aufgestiegen. Ja, da steigen aber ganz schön viele auf. Jo. Also am Ende muss man ungefähr 59 Dakun-Arbeiter haben. Aber um erstmal eine Atombombe zu bauen, das dauert noch ein bisschen. Also da könnt ihr euch noch auf ein paar Parts gefasst machen, denke ich mal. Ja, das denke ich auch. Ich glaube, ich werde es erst im 20. Part erreichen. Im Moment sind wir erst im 3. Naja. Ja, und die Steuereinnahmen werden natürlich immer größer und größer. Und wir warten und warten. Und die Einwohnerzahl steigt und steigt. Da kann man eigentlich Kunststoffe machen. Ah, schon ab 600. Also wenn jetzt kein einziges Haus mehr aufsteigen würde, könnte ich schon mal Kunststoffe anbauen, herstellen. Will sonst hier noch jemand aufsteigen? Das wäre dann nämlich das letzte Haus und wir lassen das erstmal hier so mit aufsteigen und die Steuerschraube wird ein bisschen. Hab jetzt einen Schreibtisch am Fenster. Endlich Tageslicht beim Arbeiten. Und wir können hier auch schon mal Dings, Kunststoffe herstellen. Dazu brauchen wir Rohöl. Hast du auch. Ja, ich muss jetzt mal gucken, ob man hier so etwas machen kann. Nein, kann man nicht. Das muss ich auf einer extra Insel machen. Das ist natürlich nicht gerade so toll. Egal, machen wir erstmal hier so. Ach, stimmt ja. Ich wollte ja noch Beton einkaufen. Das Schiff ist auch schon angekommen. Wenn Sie Unterstützung bedürfen, sind Sie hier richtig. Hier sind im Geschäft. So. Und jetzt müssen wir nur noch warten, bis er an meiner Insel angekommen ist. Aber so lange gucken wir mal, wie es mal so beim Herr Strindberg aussieht. Und das sieht schon mal nicht gut aus. Findest du nicht? Nee, das sieht nicht sehr gut aus. Der ist schon ziemlich weit. Na komm, der hat bis jetzt dieselbe Stufe wie ich. Ja, okay, aber er hat die Stadt ist ein bisschen größer. Macht ja auch nichts. Also wenn ich gegen den Krieg führe, dann muss ich hier ganz schön gut aufpassen. Auf diese vier Marienabwehrtürme. Ja. Vor allem, der Strindberg ist ganz schön gut im Militär. Der hat U-Boote später, der hat dann später sogar die Kriegsschiffe von den Takuns. Und der hat auch später noch Flugzeuge. Das wollte der eigentlich da ab. Kupfer. Wozu braucht man Kupfer? Auch nun egal. Wie sieht's denn hier so bei der Ökotus aus? Und sie hat auch schon hier ihr zweites. Schwere Maschinen wirst du hier nicht finden. Sie hat schon ihr zweites kleine Fuzzi-Dorf errichtet. Und mein Schiff ist schon mal angekommen. So, und das wird jetzt eigentlich locker reichen, um hier ein bisschen. McDonalds. Ja, Fertigkräfte. Anzubauen. Ich finde das nur dumm, dass die fertige Gerichte mit einem Burger gekennzeichnet sind. Na okay, wie sollte man es sonst machen? Das stimmt schon. Und das futtert dann die Bevölkerung, ja? Na Loki. Das Geile dran ist, die Schweineställe sind ganz schön klein. Und die können wir hier irgendwo ganz in der Ecke platzieren. Und dazu brauchen wir noch Geschmacksverstärker. Aber dazu fehlt uns die Fruchtbarkeit Gemüse. Und ich glaube, das muss ich irgendwo mal hier so einkaufen. Und zwar bei den Items. Schau mal hier mal kurz mal so nach. Ich finde hier direkt Gemüse. Was brauchen wir dafür? Gemüse, ne? Ja.
Hast die Eden Initiative also nicht vergessen. Also muss ich nochmal einkaufen gehen. Brauchst du die Hilfe der Eden? Hast die Eden Initiative? Das habe ich hier irgendwie gerade verklickt. Ja. Hier draußen kann man die Hektik des Alltags vollkommen vergessen, stimmt? Bla 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 bla. Wie interessiert das, du hessische Ökotusse da? Das wäre genauso, als würden die in jedem Satz sagen: Baum, 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 Öko, Öko. Ey, warte mal, das sind zwei Wale. Geil. Cool. Ich glaube, es gibt nur so ein spezielles Item. Da kannst du, glaube ich, warte mal. Es gibt so ein Item, schwimmen, glaube ich, Delfine hinter dir her. Das ist irgendwie voll lustig. Ich hoffe mal, dass ich es jetzt hier irgendwie noch so mit einem Burger hinbekomme, diesen jetzt mal das Baum. Angebot der Organisation checken, was? Einverstanden. Um Item zu kaufen, braucht er eigentlich nur Lizenzen und das war früher in Anno 1404 Ruhm. So, wie sieht's denn hier so beim Schweinen aus? Also irgendwie glaube ich, dass die Ökotüste irgendwie ziemlich dämlich ist. Er ist jetzt bemerkt. Nö, aber... Die Ökotüste ist beschissen. So, liebes Schiff. Habe ich das Schiff eigentlich schon umbenannt? Nee, ne? Mm. Merlin, so nicht, das nicht, das nicht. Jetzt einfach... Ship Number One. Und Bingo. Jetzt heißt es Schiff. Ship Number One. Komm schon, Schiff. Das bist du ja wohl noch schaffen. So, jetzt gehe ich hier kurz mal an mein Kontor. Auf Items. Neue Buchmarke. Alles drücken, was blinkt. Zweiter Stern. Nicht schlecht. Nein. So, und jetzt bauen wir... Jetzt brauchen wir hier nur noch einen Geschmacksverstärker. Negative Umwelteinflüsse belasten Fruchtbarkeit. Das ist natürlich das typisch wie bei den Tacons, habe ich ja auch schon im ersten Part gesagt. Ich schaue mal hier gerade so nach, ob hier schon so eine Prozentzahl steht. Nein. Komisch. Steht keine einzige Zahl. So, und jetzt errichten wir McDonald's. Ein ganz schön komischer McDonald's irgendwie. Alles wie immer schön verbinden. Hier werde ich eh nichts mehr hinbauen. Genauso wie hier. So, und jetzt müssen wir eigentlich nur noch warten. Und warten. Und warten. Also 5 Tonnen Fleisch sind schon mal angekommen. Was nur fehlt, ist der Geschmacksverstärker. So, und hier kommt auch schon die erste Tonne vom Geschmacksverstärker. Und es... Und McDonald's oder Burger King fängt schon mal an, die Burger zu brutzeln. Ich hoffe mal, dass die Burger nicht so stinken. So, liebe Leute, und das war eigentlich auch schon mein Video. Ja, sonst wird es nämlich zu lang und ja, dann können wir es gar nicht hochladen. Genau. Ja, noch 32 Sekunden. Ich fasse es jetzt nochmal kurz. Wir sehen uns im nächsten Part bei Anno 2070 Endlosspiel Tycoon und ciao, bis zum nächsten Mal. Ciao.